Dadelic Entertainment. Deep Silver. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engeldum, offiziell zu einem neuen Let's Play auf Zwergenfürst LP, auf Twitch und später auf YouTube. Das schwarze Auge, Satinavs Ketten, live im Let's Play auf Twitch. Gut, na dann, ich würde mal sagen, ich weiß noch absolut gar nichts über das Spiel und bin gespannt, was uns hier erwarten wird in dem Abenteuer. Also bis auf wenige Bilder habe ich da noch nichts von gesehen. Eines der früheren Adventures von Dalek Entertainment, Macher von Ender bricht aus, Deponia und so weiter, vielen großartigen Spielen. Starten wir rein. Ein raues Abenteuer für erfahrene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen werden deaktiviert, können aber bei den Spieleinstellungen nachträglich eingeschaltet werden. Ein bequemes Abenteuer für frisch gebackene Abenteurer. Alle Komfortfunktionen stehen zur Verfügung. Hier entscheiden wir also um die Schwierigkeitsstufe. Ja, brauchen wir uns die Frage gar nicht zu stellen. Ich glaube, es ist eindeutig, was ich nehmen werde, oder? Stellt sich gar nicht die Frage. Wer hat die Macht, das eigene Schicksal zu hintergehen? Solange die Götter über das Schiff der Zeit wachen, bleibt eines doch immer gewiss. Dass Dalek Entertainment gut Spiele macht. Sorry. Es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Ein Frieden mit dem Erzfeind Nostria war in greifbarer Nähe. Ein Besuch der nostrischen Königin stand kurz bevor. Im Zuge der Feierlichkeiten hatte der König die jungen Andergaster zu einer heiteren Queste aufgerufen. Ja. Das Eichenblatt. Er lässt nicht los, der Hund. Hunde sind klüger, Ulfried. Sie werfen sich auf den Rücken, wenn sie verloren haben. Wie sieht es aus, Geron? Gibst du auf? Ist mir ein bisschen zu laut. Lass ihn mal zu Wort kommen. Mit Rechtsklick kann Geron seine Umgebung näher betrachten. Mit Linksklick kann er mit seiner Umgebung interagieren. Klicke mit der linken Maustaste auf Olgiert, um ihn anzusprechen. Können wir kurz. Ja, am Anfang kann es immer noch ein bisschen. Sprache ist noch ein bisschen. Musik müsste passen, Sprache. Kriegen wir vielleicht auch irgendwie. Effekt dann auch 60 Sprache können wir. Nach Sprache auch 70, das ist dann immer noch. Okay. Ich wäre. Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ich werde gewinnen. Nein, Vogelfänger, du wirst verlieren. Ich rechne es dir gerne vor. Du musst für die königliche Queste 4 kupferne Eichenblätter finden. Ich brauche 4 Eichenblätter aus Messing. Derzeit hast du mir ein Eichenblatt voraus. Da Ulfried dir dieses Eichenblatt jedoch abnehmen wird, fehlt dir mindestens ein Eichenblatt zum Sieg. Oder glaubst du immer noch, du kannst dich befreien? Hätten wir einen Hammer. Benutze Rechtsklick, um den Hammer anzuschauen und Linksklick, um ihn aufzunehmen. Der Hammer wird dir auch nicht helfen.
Mein Hammer! Lass ihn doch. Gib doch einfach auf, Vogelfänger! Der Hammer befindet sich jetzt in deinem Inventar. Ziehe den Mauszeiger an den unteren Bildschirmrand, um das Inventar zu öffnen. Versuche Ulfried mit dem Hammer zu schlagen. Klicke mit der linken Maustaste auf den Hammer im Inventar, um ihn zu greifen. Klicke dann mit der linken Maustaste auf Ulfried, um nach ihm zu schlagen. Das wird wahrscheinlich von großem Erfolg gekürt sein, wenn wir das Ganze kennen. Okay. Da haben wir unseren Inventar und linke Maustaste. Zack. Na? Stell dir nur mal vor, der Unglücksbringer gewinnt und wird vom König empfangen. Hilf mir, Ulfried. Was hat der blinde Seher damals gesagt, bevor er verbrannt wurde? Dass Geron böse ist. Ich glaube, er sagte, dass Geron uns großes Unheil bringt. Bei Prophezeiungen muss man auf den Wortlaut achten, Ulfried. Und wenn Geron uns verflucht? Es heißt, er hat eine dunkle Gabe. Unsinn. Geron ist ein Magie-Dilettant. Er kann Gegenstände mit bloßer Willenskraft zerdeppern. Zerdeppern ist ein schönes Wort. Klicke mit der linken Maustaste auf das Krug-Symbol neben der Inventarliste. Klicke dann auf den Gegenstand, den Geron zerdeppern soll. Geron kann ausschließlich Dinge zerdeppern, keine Menschen. Nur Dinge, die leicht zerbrechlich sind. Du willst den Krug? Dieser Wein ist allein dem Sieger der Queste bestimmt, also mir. Krug-Symbol in der Inventarliste. Aha, okay. Was zum... Lass, du schlägst ihn noch tot. Hol dir das Eichenblatt und wir verschwinden. Ja, es waren gute Tage für das verträumte Andergast. Nur wenige ahnten, dass bald nichts mehr sein würde, wie es einmal war. Das schwarze Auge, Satinas Captain. Errungenschaft freischaltet aus dem Dreck. Gute Käfig. Lass ihn dort stehen. Ich repariere ihn später. Gwinling, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Ja, ja. Das waren Eugierd und sein Knecht. Sie haben mich überfallen und mein Eichenblatt gestohlen. Für die Eichblattqueste, weißt du? Hörst du, sie haben den Käfig zerstört, nicht ich. Das kann nicht sein. Aber weißt du was? Ich werde den Wettbewerb trotzdem gewinnen. Ich werde mir mein Eichenblatt zurückholen und ich werde gewinnen. Und dann wird mich niemand mehr verspotten. Was machst du da eigentlich? Geron, dieser Unfug führt doch zu nichts. Ich will nicht wie du mein ganzes Leben lang... Nur Jäger und Fallensteller sein? Ohne einen Käfig bist du noch nicht einmal das. Käfig reparieren, Krähen, Wettbewerb. Nun links Müdigkeit. Du wirkst müde. Leg dich doch schlafen. Diese Träume, sie nagen an mir und zehren mich auf. Und diese Krähen, diese Biester, haben sich schon am toten Ritter Olderich gütlich getan. Es braut sich etwas zusammen. Was sind das für Träume? Augen starren mich an. Blinde Augen. Wie damals, als der Seher noch lebte. Was meinst du damit? Nichts. Es sind nur Träume. Eben. Die Krähen lassen dich nicht schlafen. Sie beobachten uns. Schau ihnen nicht in die Augen. Sie blicken dir in die Seele, Geron. Ich fürchte mich nicht vor ein paar Krähen. Bis du Golgaris Schwingen rauschen hörst. Wer sagt denn, dass nicht auch Borons Seelenvogel in ein Käfig passt? Wie ist Ritter Olderich gestorben? Er wurde ermordet. Der alte Mann? Warum das? Wer weiß.
Aber er war einer derjenigen, die damals den Seher zur Strecke brachten. Gwynling, der Seher ist schon lange Zeit tot. Ja, ja. Der Seher. Hör endlich auf, über diesen Seher nachzugrübeln. Er wurde doch verbrannt, nicht wahr? Vor 13 Jahren. Weil er König Wendolins Tod vorausgesagt hat. Nicht deshalb. Er hat Kinder entführt. Niemand weiß warum. Jedenfalls wollte er nichts Gutes für Andergast. Heerscharen von Krähen sollten für ihn die Stadt erobern. Oder vernichten, heißt es. Und deshalb durchwühlst du die Gedärme dieses Vogels? Seine Krähen brachten dunkle Träume. Schluss mit diesen Schauergeschichten. Wenn ich erst die Eichblattqueste gewonnen habe. Du verdienst dir nur Hohn und Spott. Der Sieger wird vom König geehrt. Jeder bleibt, was er ist. Wann begreifst du das endlich? Was ist mit der toten Krähe da? Ich will wissen, was sie hergeführt hat. Das ist leicht. Der Winter naht. Sie suchte Wärme. Alles voller schwarzer Galle. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich mit deinen Albernheiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Deine Krähen sind auch morgen noch da. Die Queste ist nur heute. Kannst du den Käfig reparieren? Muss wohl. Wir werden ihn noch brauchen. Haben wir einen neuen Auftrag? Auftrag, sagt er. Bis einer von diesen Bauerntölpeln merkt, was da auf uns zukommt, ist es längst zu spät. Wovon sprichst du? Von den Krähen, Geron. Den Krähen. Hilfst du mir nun bei der Eichblattqueste? Verschon mich, ich habe wie... Deine Krähen sind... Okay. Ich muss los. Die Konkurrenz schläft nicht. Na dann. Und das Bild, das können wir uns anschauen. Gwynling hat gestern das ganze Zimmer durchwühlt, um diese Zeichnung wiederzufinden. Und wie immer hat er verschwiegen, was sie bedeutet. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Was machst du da? Hast du keine Aufgabe zu erledigen? Doch, die Quest. Ein Gehstock. Gwynlings Gliederschmerzen werden immer schlimmer. Selbst mit dem Gehstock verlässt er kaum noch sein Zimmer. Ich leihe mir einmal deinen Gehstock. Okay, braucht er den nicht selbst? Das kann ich besser. Und, was brauchst du diesmal? Ein Mittel gegen diese verfluchten Krähen. Aber ohne die Magie einer Fee wirkt es nicht. Woher weißt du das? Woher versteht der Wolf zu jagen? Du sollst die Finger davon lassen. Zerbrichst es nur wieder. Das wird Olgierd büßen. Seid ihr beiden nicht befreundet? Seit über 10 Jahren nicht mehr. Kannst du nicht warten, bis ich ihn wieder hergerichtet habe? Natürlich. So, dann gehen wir mal nach unten. Ich muss mein drittes Eichenblatt von Olgierd zurückbekommen. Außerdem muss ich zum Burgtor und mir beim Haushofmeister das letzte Rätsel für die Queste abholen. Auf jeden Fall. Eine Kellerkiste. Eine Flöte. Okay. Eine Flöte in der Kleiderkiste. Ja. Die haben wir jetzt wahrscheinlich mit dem Inventar. Das schaffe ich niemals. Nein. Wollte noch nicht es raus. Es muss doch hier irgendwo sein, verdammt. Aber der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Sei still. Da ist Geron. Wenn der uns belauscht... Oha. Der Flock hält. Diese eine kleine Flock hält die ganzen Fässer hier. Das sieht gefährlich aus. Ich gehe mal kurz hier rein. Das Bild anschauen. Es schießt nicht mehr. Das Spanngarn ist durchgefault. Irgendwann werde ich einmal ein richtiges Katapult bedienen. Der Frieden mit Nostria wird schließlich kaum von Dauer sein.
Hinkerpuff. Viel zu viele unerledigte Dinge. Was gibt's denn im Kabuff? Nicht viel. Die Eltern. Ich schaffe das. Ihr werdet sehen. Es laufen gerade einfach nur ein paar Dinge schief. Ihr Bild verwischt mehr und mehr. Ich habe kaum noch eine Erinnerung an sie. Na dann. Das missfällt denen genauso wie allen anderen. Ja. Ich dachte, wir können den Schwein etwas vorpfeifen. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Ich weiß nicht. Sicher? Hatte schon bessere Einfälle. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Meinst du? Wie komme ich darauf? Wenigstens habe ich Ulfried den Hammer abgenommen. Ohne Eugierd ist der Knecht eigentlich ganz freundlich. Nicht zu mir, natürlich. Ohne Eugierd ist nicht zu mir. Verschwinde! Hast du noch nicht genug Schlamm gefressen, Vogelfänger? Soll Ulfried dir noch einen Nachschlag besorgen? Nein, danke. Was kann ich dann für dich tun, mein Freund? Oha. Gib mir mein Eichenblatt zurück. Sonst? Sonst verfluche ich den Fleischkloß, dass ihm alle Zähne ausfallen. Was habe ich dir gesagt, Olgierd? Halt den Mund, Ulfried. Verschwinde endlich, Hexenbalg. Wir wollen dich in Andergast nicht mehr sehen. Dich und deinen Fluch, der uns alle ins Unglück reißen wird. Ihr und euer Aberglaube. Es ist Prophezeit. Mein Eichenblatt hilft euch doch gar nicht weiter. Du hast Messing, Eugierd, ich habe Kupfer. Ja und? Das reicht schon mal, damit du den Sieg nicht einheimsen kannst. Das wäre das Ende vom schönen Andergast. Dann würde uns der Schweinerotz bis zum Hals stehen. Blödsinn. Es wäre das Ende von eurem abergläubischen Geschwätz. Oho. Das Hexenbalg will sich also beweisen. Du bist doch nur ein Vogelfänger. Du bist den Nostriern doch Spinnefeind. Warum nimmst du überhaupt an einem Wettstreit zu Ehren ihrer Königin teil? Ich mache das nicht für diese Nostria-Metze, sondern für mich. Mit diesem Pack wird es niemals Frieden geben. Ein Bündnis zwischen Andergast und Nostria? Das wäre so natürlich wie... wie ein fliegender Frosch. Geistreich. Hau bloß ab. Okay, auf ihn können wir nicht einreden. Verschwinde! Okay. Können wir hier hinein? Können wir hier hinein verschwinden? Also, der Burgwächter sagt, er hat es nicht. Wie war nochmal der Rätselspruch, Olgierd? Ach, kannst du dir denn gar nichts merken? Der Wächter vor der Burg, der hat ein Hemd und eine Hose. Und in einem von beiden, da hat er ein Blatt. Ein Blatt? Ja, aber er schwört bei Praios, dass er es nicht hat. Lass mich nachdenken. Ja. Ich bin allmählich zu alt für solche Streiche. Als ob. Ein einziges Seil für all diese Fässer. Das schreit doch gerade danach, das war's. Keine Zeit für sowas. Als ob. Schreit doch alles hier nur so, damit das hier... Vielleicht. Nein. Na dann. Okay, erstmal hinunter hier. Grunz. Ihr stinkt. Weißwütige Viecher, denen darf man nicht zu nahe kommen.
Die durchtriebensten Schweine des Königreiches. Immerhin lässt der Schustermeister sie nicht mehr frei umherlaufen. Meine letzte Rauferei mit einem Schwein hat das Schwein klar gewonnen. Okay. Mein Kopf ist leer. Kann man ihm Geld anbieten? Dir würde ich selbst gegen ein Goldstück nichts verkaufen, Vogelfänger. Ja. Hier kommen wir lang, hier kommen wir lang, da kommen wir lang. Dann kommen wir hier lang. Oha. Tag, Schmied. Verschwinde, Vogelfänger. Ich hab viel zu tun. Außerdem setzen in deiner Nähe meine besten Klingenrost an. Was hast du denn zu tun? Stellst dich ein bisschen dumm, was? Ich bin Schmied. Wir haben hier bald ein Ritterturnier. Wer wird wohl die Rüstungen ausbeulen, die Lanzen polieren und die Schwerter schleifen? Hm? Jemand, der das kann. Ach, halt's Maul! Was denkst du? Wer hat die besten Aussichten bei dem Turnier? Mir egal. Hauptsache, die Ritter bezahlen ordentlich für meine Arbeit. Dieses Jahr fehlt sowieso der Beste von allen. Da ist die Tornei für die Katz. Wer soll das denn sein? Ritter Bogumil Zornbeut natürlich. Kenn ich nicht. Schlimm genug. Was bekommt wohl der Sieger der Eichblattqueste? Was fragst du mich? Wahrscheinlich den Ritterschlag. Meinst du wirklich? Wenn du gewinnst, hoffe ich mal nicht. Wir werden ja sehen. Schön weiterschleifen. Halt den Schnabel. Aha, sehr freundlicher. Morgen wartet die Schlachtback. Wenigstens kann es ruhig schlafen. Es weiß ja auch nicht, was ihm blüht. Tja. Hallo, Geron. Hast du schon eine Lerche für mich gefangen? Nein, noch nicht. Ach, Geron, ich habe das Gefühl, du strengst dich gar nicht richtig für mich an. Unsinn. Es ist einfach nicht die Zeit für Lerchen. Kannst mir ja viel erzählen. Was willst du überhaupt mit einer Lerche? Sie soll für mich singen, was sonst? Natürlich. Aha. Was ist denn in dem großen Topf? Eicheln. Für die Schweine? Nein, das sind Lose. Für den Jahrmarkt. Zu Ehren der Königin von Nostria. Einmal ziehen kostet einen Kreuzer. Und was gibt es zu gewinnen? Ich habe hier noch die Strohpuppe, das Fläschchen Pflaumenschnaps und den Käseleib. Der Sieger darf sich seinen Gewinn selbst aussuchen. Okay, klingt toll. Los kaufen. Ich will ein Los ziehen. Ach, Geron, bist du dir da sicher? Bei deinem Glück wird das doch sowieso nichts. Fang du nicht auch noch so an. Hier hast du deinen Kreuzer. Wir gehen mal unser Geld aus. Sei so gut und leg die Eichel hier in die Schachtel. Und guck nicht so. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Ja, ja. Mal ganz sachte. Hat denn überhaupt schon mal jemand gewonnen? Natürlich. Denkst du, ich betrüge? Schau, ich lege jede gezogene Eichel in diese Schachtel. Auf die Gewinnereicheln habe ich kleine Muster gemalt. Und wie du siehst, ist schon ein Gewinn los in der Schachtel. Es hat also schon mal jemand gewonnen. Ist ja schon gut. Tja, also... Hier ist schon einiges los, nicht wahr? Ja. Ist das nicht großartig? Und das ist erst der Anfang. All die fremden Menschen, die wunderbare Musik. Endlich kommt das Leben mal nach Andergast. Aber hast du schon von der Magistra Dorota gehört? Die Alte? Die aussieht wie ihr Zauberstab? Sei nicht so spöttisch, sie ist tot. Tot? Die Augen ausgerissen. Genau wie bei Ritter Olderich. Sonderbar. Ja. Ach, der Spielmann ist wundervoll, findest du nicht? Joa. Was meinst du bekommt? Ich schätze, der Sieger bekommt ein Lob vom König und darf sich mit einer Medaille brüsten. Das war's? Wieso? Machst du etwa mit? Warum nicht? Ach, Geron, du lässt dich nicht unterkriegen, hm? Mach's gut, Hilda. Bis dann. Und denk an die Lerche. Nicht stehlen, Geron. Finger weg.
Müssen wir wohl mal gewinnen hier. Wir haben noch 3 Kreuzer, das soll ich mal erstmal lassen. Seid gegrüßt, Spielmann. Wie ist euer Name? Mein Name ist Fredhelm. Was willst du? Fredhelm? Etwa Broderick Fredhelm? Nein, leider nicht. Einfach Fredhelm. Aber sag du zu mir. Also, was ist nun? Hast du etwas auszusetzen? Wie heißt das Lied, das du gerade gespielt hast? Das Lied von Torstor Om. Ist etwas damit? Nein, nein, nur aus Interesse. Wo hast du gelernt, auf der Fiedel zu spielen? Das habe ich mir selbst beigebracht. Als kleiner Junge habe ich den fahrenden Spielleuten immer genau auf die Finger geschaut. Und das war alles? Nein. Ich habe mir die Saiten und Bünde mit Kohle auf ein Brett gemalt und jeden Tag die Griffe geübt. Die Musik habe ich mir einfach vorgestellt. Irgendwann bin ich zu einer echten Fiedel gekommen, sozusagen. Und seitdem reise ich als Fiedelspieler durch die Lande. Ja, komm. Wie heißt das Lied, das du gerade... Das Lied von Torstor Om. Ist etwas damit? Nein, nein, nur aus... Okay, ich spiele dasselbe Lied nochmal. Ich lasse dich mal wieder fiedeln. Oha, Akademiewächter. Du solltest allmählich gelernt haben, dass du hier nichts zu suchen hast, Vogelfänger. Versuchst du wieder, mich durch Starrerei aus der Ruhe zu bringen? Es gelingt dir kein zweites Mal. Versuchst du wieder, es gelingt... Aha. Ich breche dort nicht noch einmal ein. Keine glückliche Mutprobe. Ich breche dort keine... Alles klar. Okay, hier kann man nicht mehr viel machen. Tag, Andros. Redest du immer noch nicht mit mir? Dachte ich mir. Selbst den Bettlern bin ich unheimlich. Sachen gibt's. Ach so. Kommen wir jetzt hierher oder was? Ja, tatsächlich. Habe immer noch Tempelverbot. Humorlose Priester. Tja.